Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es um eine Eröffnungsfalle, respektive Eröffnungsfehler. Und zwar um die sogenannte sibirische Falle. Und die entsteht im Mora-Gambit, im angenommenen Mora-Gambit. Nach den normalen Zügen Springer C6, Läufer C4, E6, Springer F3. Und jetzt der Zug Dame C7, der signalisiert im Grunde schon, hier gleich so diese Falle. Und zwar basiert die Falle darauf, dass der Weiße, wenn er sich gar nicht so richtig genau auskennt, der baut sich ja dann im Regelfall immer mit so Zügen wie Kreuz Rochade und Dame E2 auf. Und dann mit der Idee Turm D1 vielleicht, ja, so irgendwelche Standard-Schema-Züge. Aber genau hier ist die Falle quasi nämlich schon. Denn durch die kurze Rochade gerät der König nach Springer G4 in den Brennpunkt. Die Dame C7 und der Springer G4 bedrohen den H2. Und wenn der Springer F3 nicht mehr da stünde, wäre das Matt schon nicht mehr abzuwehren. Und deswegen droht jetzt zum Beispiel Schwarz mit dem seinem Springer von C6 nach D4 zu gehen. Nach zum Beispiel H3. Und dann kommt Springer D4. Und das ist, vorbei. Denn das Tempo gegen die Dame und gegen den Springer, beide könnte der Schwarze mit Schach schlagen und dadurch einfach die Dame gewinnen oder den Springer von F3 entfernen, was ja dann das Matt mit der Dame wieder ermöglichen würde. Und genau das ist die sibirische Falle, die Weiß eigentlich aber kennen sollte, hoffentlich zumindest. Und so ganz so einfach ist es jetzt für Schwarz aber auch nicht. Nämlich, nach Dame C7, Rochade, Springer F6, spielt Weiß nämlich jetzt eben nicht Dame E2. Und dann sieht die Sache nämlich schon wieder ganz anders aus. Und dann landen wir wieder in dem Bereich, wer anderen eine Grube gräbt. Denn jetzt kann Weiß die Position der Dame ausnutzen und Springer B5 spielen. Und hier erstmal einen Tritt geben. Und die Dame geht nach B8, einfach um auf dieser Diagonalen zu bleiben. Aber Schwarz wird nicht dazu kommen, seine sibirische Falle weiter aufzubauen, denn jetzt wird Weiß den Schwarzen immer und immer mit jedem Zug so beschäftigen, dass Schwarz zu nichts mehr kommt quasi. Denn der Zug E5 ist bereits sehr stark. Jetzt seht ihr, Moment. Der ist doch zweimal angegriffen und nur einmal verteidigt. Genau, ein Gambit, ein weiteres Gambit. Das heißt, Weiß opfert einen zweiten Bauern. Aber er bekommt einfach dafür super aktives Figurenspiel. Ja, und dieser Turm auf der E-Linie gegen den König ist ein Teil des Puzzles. Der Springer B5 hat dieses Feld C7 hier, um diese Gabel zu drohen. Ist ein weiteres Teil des Puzzles. Und die Dame muss ja schon langsam aufpassen, dass sie nicht überlastet wird. Und Dame C5 ist hier der Hauptzug. Wir schauen uns mal kurz die Alternative nach Dame B8 an, was auch das Feld C7 nochmal einmal gedeckt hält. Aber nach dem Zug Dame D4. Und jetzt sieht man, dass alle weißen Figuren super aktiv stehen. Die Idee von Dame D4 ist nämlich, dieses Feld zu kontrollieren, um diesen Läufer nach F4 zu stellen, zu entwickeln und die Dame, die arme Dame da oben auf B8 mehr als nur in Bedrängnis zu bringen. Und um Läufer F4 zu verhindern, gibt es im Grunde fast nur den Zug Springer H5, denn die Alternative D6 führt nach Läufer F5 trotzdem zu einem sehr, sehr unangenehmen Angriff auf das Feld D6 und E5 scheitert bereits an dem Keulenschlag. Turm schlägt E5 mit Schach und wenn Schwarz diesen Turm nimmt, schlägt der Läufer und die Dame ist gefangen. Und wenn der aber zum Beispiel jetzt Läufer E7 spielt, um die E-Linie zu verschließen, dann kommt der Zug, den quasi jeder Gambit-Spieler sofort findet, denn Turm E7 opfert die nächste Qualität
hält den König in der Mitte, ne? Und vor allem wird der D6-Bauer wieder so angeschwächt, dass er keine Verteidiger mehr hat. Und nach Läufer D6 ist die Partie bereits beendet. So, ihr seht, das ist so ein ganz kleiner Eindruck davon, wie schnell und wie gefährlich die Sache für Schwarz werden kann. Ne? Nach Dame D4. Und deswegen ist Springer H5 so der Hauptzug. Aber nach Dame E5 ist die die Sache für Schwarz im Grunde schon nicht mehr zu retten. Denn einerseits ist jetzt hier der Springer angegriffen. Wenn der Springer einfach wegzieht, kommt die zweite Drohung, nämlich den Springer nach C7 zu stellen und hier diese entsprechende Gabel Material zu gewinnen. Und ja, kann Schwarz überhaupt nicht mehr abwehren. Ja? Selbst nach dem Damentausch hängt weiterhin zwei Drohungen in der Luft. Und Weiß gewinnt nicht nur sein Material zurück, sondern er gewinnt halt richtig einen ganzen Turm da oben, weil der Springer im Regelfall oft genug wieder rauskommt. Das geht also auch nicht für so richtig für Schwarz. Bleibt die Alternative damit C5. Und ja, damit entzieht sich die Dame dem Angriff des Turmes, greift selber hier diesen Läufer an, der ungedeckt ist, hat das Feld C7 unter Kontrolle, sieht auf den ersten Blick noch rettend für Schwarz aus, aber nach Läufer F1, der ist ja hochinteressant, denn ja, eine Figur zurückzuentwickeln auf die Grundlinie, kommt man ja im ersten Augenblick nicht drauf. Ne? Aber der Vorteil ist einfach, dass die C-Linie freigeräumt wird, nämlich für unseren Turm hier. Der soll auf die C-Linie und damit mit dem Springer auf C7 diese Drohung wieder erneuern. Und wenn Schwarz jetzt hier irgendwie nur einfach sich entwickelt, würde Weiß zum Beispiel mit einem weiteren Damenzug sich entwickeln, mit einem Läuferzug die Dame angreifen, sich entwickeln, so. Und die Dame muss ja jetzt hier schon versuchen, C7 irgendwie gedeckt zu halten. Aber spätestens nach Turm C1 ist der Punkt C7 überlastet. So, das heißt, so ganz einfach geht es nicht für Schwarz. Er muss also irgendwie gucken, dass er das Feld C7 deckt. Und das macht er mit dem Springer, denn der deckt dieses Feld ab und verhindert auch die Entwicklung des Laufers nach E3. Aber nichtsdestotrotz ist die weiße Stellung schon sehr, sehr aktiv und überlegen. Denn der Zug Läufer G5 stellt ja bereits wieder neue Drohungen auf. Wir sehen, der Läufer nimmt dem schwarzen König hier so ein bisschen die Luft. Und es droht vor allem, zum Beispiel nach so einem Zug wie H7, H6, dass die Dame einfach auf D5 diesen Springer schlägt, denn der Springer bewacht ja das Feld C7 mit. Der Bauer kann nicht wegen dieser Fesselung schlagen. Und wenn die Dame schlägt, dann ist Springer C7 nicht nur mit Schach, sondern mit Matt. So schnell kann es gehen. Und deswegen ist H7, H6 natürlich kein guter Zug. Schauen wir uns auf den Zug A7, A6 mal an. Und hier sehen wir, dass der Zug Turm C1 erstmal ein Tempo, eine Figur entwickelt, das Feld C7 weiter im Auge hat. Dame muss zurück. Und jetzt Dame schlägt E5, nutzt die Festlung auf der E-Linie aus. Und nach A schlägt B, Läufer B5, sehen wir eine völlige Überlegenheit der weißen Figuren. Zwei Läufer entwickelt, zwei Türme entwickelt, die Dame entwickelt, alle möglichen Formen von Linien sind hier bereits in Beschlag genommen und es droht jetzt vor allem einfach Turm schlägt C8, denn dieser Läufer deckt ja den Punkt D7 und das ist schon schwierig genug abzuwehren. Und hier kam in der Partie von Essermann gegen Chandran, glaube ich, jetzt der Zug Läufer D6. Aber nach Turm schlägt E6 Rufzug, hat er die Partie aufgegeben. Und wir schauen uns mal an, warum. So, als erstes stellen wir fest, auf das Schachgebot, der König kann nicht nach D8 wegen dem Läufer, zieht der König einfach nur weg nach F8,
fällt hier einfach der Läufer und Weiß hat Materialvorteil schon. Deswegen wird er den schlagen, ja, mehr oder weniger müssen, aber dann folgt Dame E6 Schach und wir sehen, dieser Bauer ist und bleibt gefesselt. König F8, jetzt könnte Weiß natürlich schon mit Läufer E7 die Dame notfalls gewinnen, ja? Aber wir wollen als Weißer mehr. Und deswegen spielen wir Dame F5 Schach. Der König hat wieder nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist auf König G8 folgt Läufer C4 Matt. Ja, wir sehen hier, ja, schön abgeschnitten und matt gesetzt. Und deswegen muss er nach E8 gehen. Aber jetzt folgt der letzte Keulenschlag. Turm schlägt C8, denn das entfernt den Verteidiger des Bauern D7. Und nach Turm C8 ist Läufer schlägt D7 Schach und Matt. Ja, eine ganz wilde Partie, ja, eine ganz wilde Stellung, aber für den Maurer-Spieler natürlich quasi, ja, das, was er will. Und ja, all diese Möglichkeiten und Varianten zeigen uns natürlich schon, wie gefährlich der schwarze König da im Zentrum steht. Ja, und welche Drohungen hier alle auftauchen können. Und deswegen ist im Grunde der Hauptzug für Schwarz F7, F6, um ja allein schon mal wenigstens diese Diagonale von G5 nach D8 abzublocken. Weiß holt sich das Tempo auf C1. Die Dame geht nach E7, um ja diese Drohung mit Dame D5 wenigstens zu entschärfen und den König so ein bisschen zu schützen, in Anführungsstrichen. So, aber jetzt Läufer F4. Wieder Knallerzug. Was ist die Idee davon? Die Idee ist ganz einfach, den Läufer nach D6 zu stellen und die Dame anzugreifen. Die Dame müsste dann die E-Linie verlassen, woraufhin wieder die Dame den Springer schlagen könnte, weil der Bauer ja gefesselt wäre. Und ja, deswegen wird er den schlagen müssen. Und dann ist das Feld C7 freigekämpft. Und Weiß hat zumindest schon mal seine Qualität gewonnen. Viel schlimmer ist aber, dass der Springer kommt auch wieder raus, ja, aus der Ecke. Denn über C7 einfach. Und Schwarz kriegt den nicht gefangen. Und in der Partie von Essermann gegen Brailowski haben das Ende dann folgenden Lauf. Schwarz versuchte, die Dame nach D8 zu spielen, um vielleicht den Läufer rauszubekommen. Aber Dame D4 setzt sofort wieder nach und greift den Springer an hier auf. Upsala, Entschuldigung. Auf D5, Springer F4. Deswegen ging der nach D5. Aber wir sehen einfach, dass Weiß mit jedem Zug, ja, den Schwarzen nicht in Ruhe lässt, wieder die nächste Figur ranführt auf diese Diagonale. Und den D5 natürlich auch wieder angreift und nach Läufer B4 endlich mal ein Entwicklungszug für Schwarz. Aber das treibt den Turm auch nur auf eine Linie. Und endlich steht der Maurer-Turm quasi wieder auf seinem angestammten Platz hier auf der D-Linie. Gut, jetzt hängt der D5 quasi. Schwarz versucht Springer B6, aber es kommt ein Keulenschlag nach dem anderen. Läufer schlägt E6 Schach. Wieder ist diese Fesselung ein Motiv. Und vor allem sehen wir auch, dass die vierte Reihe freigemacht wird, dass der Läufer B4 auch immer noch ein Ziel ist. Läufer schlägt E6 Schach, König. Der Springer kommt mit Schach aus der Ecke heraus und Weiß holt sich sein Material zurück. Wir sehen jetzt, ne, gewinnt Weiß schon nach und nach die ersten Bauern zurück. Ja, und diese Bauern stehen da immer noch schwach. Und nach D7, D5, in der Hoffnung, irgendwann mal den Läufer auch mal entwickeln zu können, kam A2, A4, was einfach A4, A5 droht. Und damit die Verteidigung des D5 mal wieder hier völlig entfernt. Und die Stellung des Schwarzen bricht hier quasi zusammen, denn auch der B7 ist natürlich immer mal ein Ziel. Und ja, hier hat Brailowski verständlicherweise dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, nach diesen ganzen Coinschlägen die Stellung weiterzuspielen.
So, wir sehen also, um das zusammenzufassen, die sibirische Falle, ja, so schön sie auch sein mag gegen jemand, der sich nicht auskennt, ja, die Chance, da mit Springer F6 jetzt Dame E2 zu provozieren und in die Falle zu locken, ist natürlich verführerisch, ja, aber sobald Weiß das ein bisschen kennt, wird er hier mit Springer B5 die Falle umgehen und selber den Schwarzen so lange bis ans Ende aller Tage jagen. Der wird keine Luft holen mehr können, wie wir gesehen haben in dieser Partie oder in diesen zwei, drei Partiefragmenten. Ja, dass diese Falle sich einfach nicht mehr auszahlt, nicht wirklich. Ja, sie ist einfach nicht effektiv und auch nicht. Selbst wenn Weiß nicht reinfällt, dann wird Schwarz eben nicht mal mehr Ausgleich kriegen, glaube ich. Und das ist, ja, ist die Sache einfach nicht wert. Ne? Gut, in dem Fall, ne, wer anderen eine Grube gräbt, die ist wieder selber reingefallen. So, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Varianten mögt. Ne? Ob vor allem, ich habe nämlich ein bisschen an der Grafik versucht rumzuarbeiten und am Ton, ob das irgendwie besser geworden ist. Und ansonsten dürft ihr natürlich wieder gerne liken, sharen, was auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.